Ja, liebe Braunschweigerinnen, liebe Braunschweiger, liebe Aufsteherinnen, liebe Aufsteher. Wir sind hier heute angetreten zur ersten Kundgebung der Sammlungsbewegung Aufstehen. Wir stehen auf für soziale Gerechtigkeit, für bessere, günstigere Mieten. Jetzt habe ich mich hier schon das gleich beim ersten Mal ein bisschen verheddert. Kleinen Moment. Für gerechte Steuern, für ein Leben in Würde, für gute Renten, für ein solidarisches Grundwesen, Gesundheitswesen, für die Reprivatisierung der Bahn, des ÖPNV, des sozialen Wohnungsbaus und viel mehr. Und wir werden aufstehen für die Hilfe von Menschen in Not und last but not least für Frieden. Vielleicht dem wichtigsten Punkt, denn ohne Frieden ist alles nichts. Wir haben heute, leider müssen wir mitteilen, dass zu der heutigen Auftaktkundgebung unser Hauptredner erkrankt ist. Er hat abgesagt. Jöran Klatt wird heute nicht reden hier für uns oder vor uns. Ihm gute Besserung, aber wir müssen uns jetzt hier irgendwie so weiter behelfen. Und wir hatten ja auch schon im Vorfeld bekannt gegeben, dass also jeder, der politisch etwas auf der Seele hat, eben was unter der Seele brennt, dass er hier auch ans Mikro gehen kann und uns das mitteilen kann und ans Mikro gehen kann und etwas sagen kann. Okay, wir möchten bitten, davon regen Gebrauch zu machen. Jeder Redner ist gern gesehen und willkommen. Ja, ich möchte euch im Namen des Teams Öffentlichkeit, Arbeit von Aufstehen recht herzlich begrüßen. Das Team Udo, Chris, Gerald, Kevin und meine Wenigkeit. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr schon so zahlreich hier erschienen seid. Des Weiteren haben wir hier, wie ihr schon seht, eine Band gewinnen können für den heutigen Tag. Und zwar die Band Aus jedem Dorf einen Hund. Mit dem Liedermacher Mike Mantau. Wo ist er? Da hinten? Jawohl. Und er hat gestern die Liedermacher-Liga gewonnen. Er hat dort den ersten Platz gemacht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, bitteschön. Dann würde ich sagen, zum Auftakt erstmal ein Song von euch. Danke für eure Aufmerksamkeit erstmal. Manchmal fühle ich mich wie ein Nachtfalter im Licht, wie die Stelle im Gedicht, mit dem Wort, das keiner spricht, dann liege ich einfach nur da, denk drüber nach, wie es mal war, und dann zieh ich Resümee, meistens ist es schon okay. Doch an manchen Tagen, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, kann ich machen, was ich will. Die Stimmen werden nicht mehr still. Was hast du aus dir gemacht? Ja, was bist du geworden? Wo sind all die Träume hin? Was bringt dir das Morgen? Feuer weicht nun mal der Glut und aus Wut und Rebellion wurde schnell Resignation. Jetzt bin ich kompromissbereit, dank weiter Bildung auch gescheit. Verdiene eigentlich auch Klasse, dulde nun das, was ich hasse. Doch an manchen Tagen, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, kann ich machen, was ich will. Die Stimmen werden nicht mehr still. Was hast du nur aus dir gemacht? Ja, was bist du geworden? Wo sind all die Träume hin? Was bringt dir das Morgen?
an manchen Tagen, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, kann ich machen, was ich will, die Stimmen werden nicht mehr still, was hast du nur aus dir gemacht? Ja, was bist du geworden? Wo sind all die Träume hin? Und was bringt dir das Morgen? Stopp an manchen Tagen, ich weiß nicht, wie soll ich sagen? Kann ich machen, was ich will? Die Stimmen werden nicht mehr still. Was hast du nur aus dir gemacht? Ja, was bist du geworden? Hallo, ja, vielen Dank an euch. Aus jedem Dorf einen Hund. Wunderbar. Euer Applaus. Ja, ich möchte mich jetzt auch noch mal kurz vorstellen. Ich bin dreifach Vater, vierfach Opa, 58 Jahre alt. Mein Name ist Jörg Tölle. Und ich mache mir verdammt Sorgen um die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Die Ungleichheit in Deutschland wächst und wächst und wächst. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Reiche werden reicher, Arme ärmer. Und trotz angeblich sinkender Arbeitslosenquote stieg die Anzahl derer, die in die Armut fallen. Ich nenne hier nur stichwortartig einige Gründe dafür. Scheinselbstständigkeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Zeitarbeit, Leiharbeit, befristete Einstellungen und. Alles entstanden im Zeichen des Wirtschaftswachstumswahnsinns und geschaffen durch unsere neoliberalen Regierungen spätestens seit Schröder, dieser roten Null, wie ihn mal jemand satirisch nannte vor kurzem, und seiner Agenda 2010 natürlich. Ich frage euch, können wir das als Gesellschaft weiterhin so hinnehmen? Nein! Können wir das so hinnehmen? Nein! Gut, und deshalb müssen wir laut werden. Und zwar richtig laut. Und aufstehen. Ich sage, aufstehen auch in Braunschweig. Kein Weiter-so. Kein Weiter-so mit uns. Und deshalb stehen wir auf. Diese Armutsentwicklung ist purer Sprengstoff für unsere Gesellschaft. Sie spaltet die Gesellschaft und sie stärkt dadurch den Einfluss der Rechtspopulisten. Da kommen dann nämlich diese Rattenfänger mit ihren armseligen und eindimensionalen Antworten, präsentieren dem, na sagen wir mal, etwas weniger gut informierten Teil der Gesellschaft die Schuldigen, liefern sie sozusagen der Gesellschaft auf dem silbernen Tablett, die angeblich Schuldigen. Und das sind dann in der Regel immer die, die schon aufgrund ihrer Lebenssituation sich nicht mehr zur Wehr setzen können. Also in der Regel die Menschen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation kaum noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Zum Beispiel die von Hartz IV leben müssen. Diese Schmarotzer, diese Arbeitsunwilligen. Na klar, das muss ja so richtig sein. Das haben ja schließlich schon SPD-Größen wie, ihr erinnert euch, die rote Null. Es gibt kein Recht auf Faulheit. Und seinerzeit Müntefering, wer nicht arbeiten will, braucht auch nicht essen. Merkt ihr eigentlich, wie perfide hier vorgegangen wurde? Hier wurde Arbeitslosigkeit gleichgesetzt mit Faulheit und fehlender Arbeitsbereitschaft. Wie hier ganze Menschengruppen denunziert wurden, das ist erbärmlich. Und ich finde, da habe ich mich noch harmlos ausgedrückt. Klar, ja, danke schön. Klar ist das lange her, aber leider so aktuell wie nie. Und solche Aussagen setzen sich in den Köpfen der Menschen fest. Und seitdem ist jede Person, die auf Hartz IV angewiesen ist,
in den Köpfen der Menschen faul oder ein Schmarotzer und ein Schmarotzer. Und ich halte jede Wette, dass jeder von euch hier eine derartige Diskussion mit derart Argumentation schon miterlebt hat. Und ich frage euch, findet ihr das in Ordnung? Findet ihr das in Ordnung? Ihr könnt ruhig laut sein, wir wollen laut sein. Die Leute hier ringsrum sollen uns hören. Findet ihr das in Ordnung? Nein! Super, und was machen wir? Aufstehen! 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 Wunderbar, genau so möchte ich das hören. Und natürlich, sie liefern auch weitere Schuldige. Ausländer, Asylanten, Migranten. Und sie stellen nie das System in Frage. Sie reden nicht über Fluchtursachen oder deren Zusammenhänge. Nein, sie geben den Flüchtlingen die Schuld und das machen sie ganz bewusst. Sie wollen spalten, sie wollen Macht und sie hassen alles, was fremd ist. Nur so einfach ist das nicht. Und genau an dieser Stelle ist es unsere Aufgabe von Aufstehen, aufzuklären und für Klarheit zu sorgen. Das ist die, wie ich meine, herausragende Aufgabe unserer Bewegung. Es gibt viele Leute, die genau in dieser Richtung Aufklärung betreiben. Nur sie sind nur wenig oder gar nicht bekannt. Aber es gibt sie. Rainer Mausfeld zum Beispiel, Psychologieprofessor, Harald Lesch, Physiker, Daniel Ganser, Historiker, um nur drei Beispiele zu nennen. Alle drei beeindrucken mit Vorträgen, mit systemkritischen Vorträgen und ich kann euch versichern, es wird nie langweilig, wenn man ihnen zuhört. Man muss sich halt nur mal die Zeit dafür nehmen und man muss sich bilden wollen. Und auch an dieser Stelle sind wir aufgerufen, zu informieren. Wir gehen in die Öffentlichkeit, wir tragen die Informationen in die Gesellschaft und wir versuchen zu verbinden und Gemeinsamkeiten herzustellen. Und dafür wollen wir... Und das kann auch noch lauter sein. Aufstehen, dankeschön, super. Auch ein Dirk Müller zum Beispiel, dieser ehemalige Börsenguru. Auch er setzt sich sehr kritisch, vor allem mit dem Geld- und Wirtschaftssystem auseinander. Hochinteressant, kann ich euch sagen. Es gibt auch Medien, die sich kritisch und sachlich mit dem existierenden Machtsystem auseinandersetzen. Wie zum Beispiel Rubicon oder auch die Nachdenkseiten. Da habe ich jetzt gerade gesehen, haben wir hier auch Flyer liegen. Könnt ihr nachher mal reinschauen. Die findet ihr im Netz. In den sogenannten Mainstream-Medien finden diese systemkritischen Meinungen eher keine oder sehr wenig Sendezeit. Und wenn, dann zu Zeiten, wo der Normalo seinen Schlaf braucht, um sich von der Maloche auszuruhen. Aber auch hier gibt es sie. Die bekannteste ist vielleicht die Anstalt im ZDF. Sehr zu empfehlen übrigens. Es gibt ja auch in unserer Gesellschaft eine klare Mehrheit an Menschen, die eine soziale und solidarische Gesinnung in sich tragen und Meinung vertreten. Und nur wenn wir es schaffen, diese Mehrheiten zusammenzubringen, dann wird es uns gelingen, dieses Macht-Kapital-Elitensystem zu beenden oder zu überwinden. Und um eins klarzustellen, dieser Begriff Eliten steht für mich an dieser Stelle nicht für etwas Herausragendes oder Gutes. Nein, im Gegenteil. Es steht für von oben herab, herablassend oder ignorant, wie ihr wollt, nur halt nicht positiv besetzt. Aber gut, zurück zum Thema. Die Armutsentwicklung sichert die Macht der neoliberalen Kräfte. Und genau deshalb werden die alles dafür tun, die Spaltung in unserem Land weiter voranzutreiben. Denen könnte nichts Schlimmeres passieren, als dass wir uns einig sind und solidarisieren und gemeinsam für unsere Rechte aufstehen.
Und genau das werden wir tun. Wir werden aufstehen. Wir werden aufstehen. Wir werden aufstehen. Und uns diesem neoliberalen Wirtschaftswachstumswahnsinn mit Entschiedenheit entgegenstellen. Darin sehe ich eine der größten Herausforderungen unserer Bewegung. Dieser Entwicklung müssen wir entschieden, mutig, aber immer friedlich entgegenstehen. Wir werden immer argumentieren, uns aber niemals radikalisieren und auch nicht radikalisieren lassen. Also und gerade werden wir uns solidarisieren mit den Menschen, die zurzeit in den gelben Westen in Frankreich auf die Straße gehen und dafür sogar ihre Gesundheit, wenn nicht sogar ihr Leben aufs Spiel setzen. Und diesen Menschen in Frankreich rufe ich zu, sie haben unsere Solidarität. Vielleicht wollt ihr es ihnen auch noch zurufen. Solidarität! Solidarität! Okay, aber bleiben wir in Deutschland. Ein paar Zahlen. Bei uns leben mittlerweile 16,8% der Menschen in Armut. Nachzulesen im Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ist das in unserem Sinn? Nein. Glaube auch nicht. Aber Vorsicht, da kommen immer wieder so neoliberale sogenannte Experten ums Eck und wollen euch dann erzählen, es handelt sich dabei nur um Armutsgefährdung. Das ist natürlich, lasst euch davon nicht beeinflussen. Diese Menschen, die zu den 16,8% armen Menschen gehören, die sind arm. Da geht kein Weg dran vorbei. Das heißt, in einem der angeblich reichsten Länder der Welt leben von ca. 80 Millionen Menschen mittlerweile 13,4 Millionen in Armut. Ist das in eurem Sinn? Nein! Was machen wir dagegen? Aufstehen! 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 Dankeschön. Hinter dieser Zahl verbirgt sich aber ein, meiner Meinung nach, noch weiteres schwerwiegendes Problem. Und zwar die Kinderarmut. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt unter Armutsbedingungen. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist doch schlimm. Und unsere Regierung tut so, als wenn da nichts wäre. Dann heißt das, das ist nur Armutsgefährdung. Widerlich, kann ich da nur zu sagen. Wusstet ihr eigentlich, dass allein in Braunschweig 20.000 Menschen auf Transferleistungen angewiesen sind? Dass selbst in Braunschweig oder nur in Braunschweig 8.000 Kinder in Armut leben? Und dass hier 500 Menschen nur in Braunschweig obdachlos sind? Ist das ein Zustand, den wir mittragen können? Nein! Und was machen wir da? Aufstehen! 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 Jawohl! Wir stehen auf. Jawohl, wir werden aufstehen. Um die sozialen und finanziellen Verhältnisse in unserer Republik wieder gerecht zu gestalten. Also für einen erneuerten, starken sozialen Staat und für die Rettung der Demokratie. Wir werden aufstehen für exzellente Bildung, für sichere Jobs, für gerechte, angemessene Löhne und Gehälter, für gerechte Steuern, für ein Leben in Würde, für gute Renten, für ein solidarisches Gesundheitswesen, für die Reprivatisierung der Bahn, des öffentlichen Nahverkehrs, des sozialen Wohnungsbaus und vielem mehr. Und wir werden aufstehen für die Hilfe von Menschen in Not. Und last but not least, ich hatte es vorhin schon einmal gesagt, für Frieden. Vielleicht den wichtigsten Punkt auf dieser Liste. Denn ohne Frieden ist alles nichts. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und frage die Band, ob ihr bereit seid, noch einen reinzuhauen.
Sachen schon vor Monaten verkauft. Jetzt dann habe ich gehört, ja, heute kommst du raus. Nach viel zu langer Zeit und der Zeit gebe ich dir ein Haus. Ein Hoch auf die gute neuen Seite. Die alten sind zu Ende und zum Glück sind sie vorbei. Ein Hoch auf die gute neuen Seite. Nehmen wir mit und der Rest ist einerlei. Mal wieder voll verkackt und von allen angemacht. Kleine und mit gutem Bauch läufst du durch die Nacht. Zweifel im Gepäck und auf der Suche nach dem Bett und dich. Wieder mal gefragt, ob's nicht einen anderen Weg gegeben hätte. Plötzlich trug jemand bei Nando, machst dich schon bereit, doch der. Lächelt dich nur an und sagt, ich lad dich heute ein. Ein Hoch auf die gute neuen Seite. Die alten sind zu Ende und zum Glück sind sie vorbei. Ein Hoch auf die gute neuen Seite. Das Beste nehmen wir mit und der Rest ist einerlei. Und go! Die Alten sind zu Ende und zum Glück sind sie vorbei. Ein Hoch auf die gute neuen Seite. Das Beste nehmen wir mit und der Rest ist einerlei. Ein Hoch auf die gute neuen Seite. Die Alten sind zu Ende und zum Glück sind sie vorbei. Ein Hoch auf die gute neuen Seite. Das Beste nehmen wir mit. Ja. Danke an aus jedem Dorf einen Hund. Vielen Dank. Applaus für euch. So, dann habe ich einen Redner hier auf meiner Liste, Bernhard Priest. Wenn du möchtest, das Mikrofon für dich. Kannst das nehmen, ich hoffe, es ist scharf. Ja, Bernhard Priest wird uns einen Beitrag zum Thema Klima bringen. Schönen guten Tag. Ich will mich noch mal vorstellen. Ich heiße Bernhard Pies, bin 67 Jahre alt. Jetzt geht es ja auch um Kinder. Ich habe 6 Kinder, auch einige Enkelkinder, 5 Enkelkinder. Bin Braunschweiger seit langem, gehöre zur Gruppe Aufstehen, war bis vor knapp 2 Jahren in Braunschweig als Hausarzt tätig. Bei Aufstehen kümmern wir uns um eine Dreiheit. Es gibt da auch ein schönes Symbol: Sozial, Frieden, Umwelt. Und zur Umwelt gehört auch Klima, ist zurzeit in aller Munde. Und da haben wir auch unsere Meinung dazu. Wir spüren, das Klima ändert sich. Bei uns geht es, unerträglich ist es. In anderen Regionen in der dritten Welt, wo durch Klimawandel Menschen hungern, dursten, ihre Heimat oder ihr Leben verlieren. Was wir wissen ist, vor allen Dingen durch Konferenzen, Klimarat, wir sind verantwortlich. Wollen wir unsere Erde nicht zugrunde richten, wollen wir die Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder erhalten, müssen wir unsere Lebens- und Arbeitswelt verändern, da kommen wir nicht drum rum. Was macht unsere Regierung? Sie legt die Hände in den Schoß. Das wollen wir nicht, das lassen wir nicht zu. Wir haben das gehört vom letzten Klimaschutzbericht. Die Regierung hat gesagt, leider, leider haben wir unsere Ziele weit verfehlt. Es ist direkt schon peinlich, sich diese Berichte anzuhören. Ähnlich in Braunschweig. Wir haben hier einen Regionalverband, der sich um Windräder kümmern sollte. Bis 2020 sollten 600 Windräder aufgestellt werden, die wir brauchen. Was ist? Jetzt
sind gerade einmal die Pläne vorgelegt worden. Auch dieser Verband hat wenig getan. Wahrscheinlich hat er meistens nur geschlafen. Das lassen wir nicht zu. Viele Menschen haben Veränderungen, Angst vor Veränderungen, die mit diesem Thema Klima auf uns zukommen. Die Arbeitsplätze werden sich unter Umständen verändern oder auch mit Sicherheit. Nur ein Beispiel, wir haben davon gehört, dass sich die Salzgitter Stahlwerke in ihrer Stahlproduktion auf alternative Energien umstellen. Und das ist auch wichtig. Es kann sein, dass Arbeitsplätze wegfallen. Zum Beispiel betrifft das die Region um Helmstedt und Kohlekraftwerke Buschhaus. Aber es werden auch neue Arbeitsplätze dazukommen. Viel Geld wird investiert werden in die Region, weil wir einen finanziellen Ausgleich bekommen werden für die Schließung von Buschhaus. Und es werden Arbeitsplätze bekommen im Bereich alternative Energien. Aber, und wir sollten diese ganzen nötigen Veränderungen mit Elan gestalten. Wir sollten keine Angst vor diesen Veränderungen haben, sondern wir sollten sie als Chance betrachten. Wieso Chance, kann man sich fragen. In den letzten Jahren, der erste Redner hat das gesagt, die Reichen wurden immer reicher, es gab immer mehr Arme, die Kinderarmut nahm zu. Und wenn jetzt gesellschaftliche Veränderungen anstehen durch das Thema Klima und Klimaschutz, dann müssen diese Veränderungen so gestaltet werden, dass sich diese Entwicklung zur Verarmut, dass sich das umkehrt. Bezahlen sollen es die Reichen. Es geht nicht mehr, es kann nicht sein, dass jetzt im Rahmen von Klimaschutzgesetzen auf einmal wiederum es so weiterläuft, die Reichen werden daraus Nutzen ziehen und noch reicher werden. Und die Armen stehen wieder daneben und gucken zu. Ja, was haben wir davon? So geht es nicht. Wir sollten bei jedem Gesetz, und das ist jetzt in diesem Jahr besonders wichtig, wo das Klimaschutzgesetz durch den jetzt geschrieben wird und auch verabschiedet werden soll, bei jedem Gesetz müssen wir fragen, und was haben die Armen davon? Natürlich brauchen wir im Rahmen des Klimaschutzes ein schnelles Handeln. Das ist wichtig für das Überleben der Welt, für das Leben für uns, für unsere Zukunft. Wir brauchen ein überprüfbares Handeln. Aber diese ganzen Gesetze müssen zur Verbesserung der Situation der Armen führen. Und deswegen stehen wir auf. Dankeschön. Dankeschön, Bernhard, für deinen Beitrag. So, dann hören wir jetzt nochmal unsere Band. Aus jedem Dorf einen Hund. Nochmal mit ein, zwei Beiträgen. Das Zwielicht scheint durch das Geäst. Die Dämmerung steht kurz bevor. Langsam kriecht es dir entgegen, was ich noch zuvor verlor. Und auf Falsam kommt es näher. Du erschrickst bei jedem Schritt, wie erstarrt blickst du ins Dunkel, für dich gibt's keinen Weg zurück. Hörst du die Trommel, hörst du sie klingen, hörst du die Trommel. Unendlich allein, unsichtbaren Klauen Händen, schnürt es dir die Kehle zu, saut deine Kraft aus dir heraus. Bald ist es aus.
hörst du die Trommel, hörst du sie klingen, hörst du die Trommel, hörst du ihre Fälle singen, hörst du die Trommel, spür wie sie schwingen, hörst du die Trommel, sie werden Tod und Teufel bringen. Brachten dir ein Funken, ein kleines Licht der Rebellion. Du bezahlst den Preis mit Mut und die Erkenntnis ist dein Lohn. Wer und wann und wo du bist und was du kannst. Stehst überm Abgrund auf nem Seil und tanzt. Es war nur Angst. Oh. Es war nur Angst. Okay, okay, okay. Super, Jungs. Euer Applaus. Wollen wir noch einen hören? Okay. Habt ihr noch einen drauf? Ja. Na dann, eure Bühne. Ein Lied auch. Flüchtlingskrise, das finde ich immer sehr komisch, diese Bezeichnung, weil die Flüchtlingskrise für mich viel, viel früher begonnen hat. Die Flüchtlingskrise beginnt eigentlich nicht, wenn die Menschen dahin kommen, in das Land, in den Ort, wohin sie fliehen müssen, sondern wenn der Grund entsteht, dass sie fliehen müssen. Und da müsste eigentlich die Hilfe der Staaten sein. Und selbst wenn ich jetzt Nationalist wäre, dann würde ich doch sagen, ich gebe doch lieber 10 Euro aus, damit jemand in seinem Land richtig leben kann, als 20, dass er hierher flüchten muss. Das ist auch eine Sache, jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand muss doch sagen, man muss den Leuten da helfen, wo es ihnen schlecht geht. Und nicht nachher hier sie ablehnen oder hier, das ist natürlich das Gute, sie annehmen. Aber helft ihnen doch da, wo das Problem entsteht. Und da beginnt die Flüchtlingskrise und das ist schon 10, 20, 30 Jahre begonnen, bevor irgendjemand hier gesagt hat, oh mein Gott, hier kommen so viele Flüchtlinge her. Kotzt mich an, in Russland hätte man selber Flüchtlinge, das nächste als Flüchtlinge. Steine waren nach heute, jetzt sind sie nicht mehr hier. All die großen Plätze, wo wir früher waren, jetzt sind sie hohl und leer. Alles schreit nach Kindern und alles brüllt Einsamkeit. Und der Staub kann man nicht hören, was du Heimat nanntest, scheint sich zu verlieren. Das Herz sagt zum Verstand, denk doch einmal nur nach. Und der Verstand zum Herz, warum kannst du das nicht sehen? Vielleicht wäre es besser, einfach weiter zu gehen. Sitzt im Mann in deinem Zimmer, keiner spricht deine Sprache, also bleibst du lieber stumm. Kannst du nicht verstehen, wenn ich nicht verstehe, keine Zeit hier zu. Und wenn die wichtigste Frage, wenn die wichtigste Antwort, die flutet über dich hinweg. Und von Steinen und von Staub, halb wach nachts in dein Bett. Und das Herz sagt zum Verstand, denk doch einmal nur nach. Und der Verstand zum Herz, warum kannst du das nicht sehen? Vielleicht wäre es besser, einfach weiter zu gehen. Oh.
der Verstand zum Herz. Warum kannst du das nicht sehen? Vielleicht wäre es besser, einfach weiter zu gehen. Wo ist deine Heimat, wenn du keine Heimat findest, wo die Menschlichkeit? Und deinen Namen nennen sie, kann ich nicht verstehen, denn sie wollen nicht verstehen, wer du wirklich bist, werden sie nie sehen. Als wenn die Angst wird, wird die Freiheit groß, und dann wird aus dem Westen ein Volk. Wenn du gehen könntest, würdest du gehen, aber nicht nur, weil sie's von dir wollen. Und das Herz hat zum Verstand, denk doch einmal nur nach. Verstand zum Herz, warum kannst du das nicht sehen? Vielleicht wäre es besser, einfach weiter zu reden. Ja, vielleicht wäre es besser, einfach weiter zu reden. Ja, Applaus aus jedem Dorf einen Hund. Und wir hören euch gleich nochmal wieder. So, jetzt habe ich auf der Rednerliste nur noch eine Person, und zwar die Brigitte. Wenn also noch jemand uns was zu sagen hat, dann bitte kurz hier vorne anmelden. Brigitte wird jetzt ein paar Worte an uns richten, dann werden wir bestimmt die Band nochmal hören. Ich gebe dir mal das Mikro, okay? Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mein Name ist Brigitte Konstein-Gülde. Viele kennen mich. Schon wegen der blauen Haare. Ich kam vorhin ein bisschen zu spät und war ganz erstaunt. Ich sehe heute nicht so toll aus, weil ich ziemlich erkältet bin. Aber irgendwann muss man ja mal wieder unter die Menschen gehen. Als erstes möchte ich mal feststellen, dass wir tolle Lautsprecher haben. Als ich vorhin in die Poststraße fuhr, hörte ich aufstehen. Und ich bitte euch jetzt erstmal ganz laut zu sagen, wir müssen aufstehen. Alle zusammen, damit man das überall hört. Wenn ich hier den Reden zuhöre, dann merke ich, wie wichtig das ist. Ich habe vorhin Flyer verteilt und geriet an jemanden, das ist ja erstmal ein schweres Brot, Flyer verteilen. Denn die meisten wollen sie nicht. Heute war das aber ganz gut. Heute sind mir die Flyer sehr gut abgenommen worden. Und ich geriet an jemanden, der sagte, naja, das ist doch verbunden mit der Wagenknecht. Naja, sag ich, die hat es initiiert, aber wir gehören keiner Partei an. Wir sind eine eigenständige Bewegung. Ja, sagte der dann, das ist schon mal gut, ich wähle immer links. Ich bin ein höherer Beamter und habe die anderen nie gewählt. Und er sagte dann, wenn wir nicht aufpassen und aufstehen, dann kriegen wir die niedrigen Rente, die Herr Schröder verursacht hat. Und da sagte ich, ich bin betroffen. Und wenn ich mir angucke, wie ich geschuftet habe in meinem Leben, ich hatte keine 40-Stunden-Woche, sondern ganz oft 80 Stunden. Und wie mickrig meine Rente ist. Und wenn ich mir angucke, die Menschen, die heute arbeiten, wie gering deren Rente ist oder sein wird. Das ist einfach nicht hinnehmbar und nicht tragbar. Und hier ist ein schönes Plakat. Ja, danke fürs Klatschen. Und deshalb müssen wir aufstehen. Ich stehe ja hier heute als doppelte Person. Bei meinem Umfang kann man mir das auch gut abnehmen. Einmal vom Aufstehen. Und ansonsten bin ich fast jeden Samstag hier, weil ich der Gruppe Case angehöre, die wir gegen den Krieg arbeiten. Und das ist auch heute mein Thema. Heute ist kein strahlenblauer Himmel. Ich bin ja hier die Hiroshima-Tante, spreche das immer an. Und das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass jetzt die Amerikaner dabei sind, Raketen und Bomben zu bauen, mit einer geringeren atomaren Sprengkraft, weil sie sagen, ein Atomkrieg ist begrenzt machbar und zu gewinnen. Leute, gucken wir uns die Kriege an, im Irak, in Afghanistan, in Syrien, in, was war das noch, vergesse ich jetzt,
Libyen, glaube ich. Die sind alle nicht gewonnen. Sie haben, bringen ungeheuerliches Elend, kosten ein Wahnsinnsgeld, was uns hier fehlt, für Kindergärten, für Schulen, für Renten. Das wird in den Krieg gesteckt. Das ist sowas von bekloppt, von Hirn verbrannt, dass das gar nicht in meinen Kopf geht. Zahlen kann ich euch hier nicht liefern. Das, ich finde das auch, also dafür gibt es hier andere Fachleute. Aber die kapiere ich gar nicht, die gehen gar nicht in meinen Kopf, die Milliarden und Millionen. Es reicht, wenn ich sage, es wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und das seht ihr ja und hört ihr ja auch alle selber. Und wenn ich dann, was ihr vielleicht auch gehört habt, für die Renovierung der Gorch Fock, die ich liebe, ich komme aus Kiel, das ist ein tolles Schiff, da waren 10 Millionen veranschlagt. 10 Millionen, das geht schon über meine Vorstellungsgrenze. Und jetzt kostet sie 135 Millionen. Das kann doch was nicht stimmen. Da ist doch irgendwo mehr als Sand im Getriebe. So, und das Geld wird einfach so ausgegeben. Es kommt ja immer Neues von uns doofen kleinen Leuten. Uns wird das Geld abgezockt. Die Steuergelder werden direkt abgezogen. Selbst ich als Rentnerin muss Steuern zahlen. Das heißt, ich nicht, weil meine Rente so klein ist. Aber das sind eigentlich doppelte Steuern. Und das sind Dinge, die können wir nicht zulassen. Wir müssen was tun. Die müssen merken, so geht es nicht. Ich verteile schon seit langem Flyer. Und das erste Mal habe ich Flyer fürs Friedenszentrum verteilt. Da ging es darum, kaufen Sie keinen Mercedes. Na, davon bin ich überhaupt nicht betroffen, weil ich kann mir nicht mal den kleinsten VW kaufen. Und trotzdem habe ich es verteilt. Und dann sprach mich jemand an, sagen Sie mal, glauben Sie, dass das was nützt, dass die da oben was das hören und was ändern? Und dann habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht. Aber wenn wir hier nicht stehen und zeigen, wir passen auf, wir lassen uns nicht alles gefallen, dann machen die noch mehr, was sie wollen. Und dann hat er sich bedankt, dass ich meine Freizeit opfere und hat so eine Karte, die musste man unterschreiben, mitgenommen und hat gesagt, ich schicke sie ab. Habe ich ihm geglaubt, ob er es wirklich gemacht hat. Aber der Grund war, dass Mercedes Streubomben herstellte oder unterstützte. Und das ist immerhin abgeschafft. Also hat es doch etwas bewirkt. Und das ist das, was mir hier auch ganz wichtig ist. Jeder Einzelne ist wichtig. Und ich kann nur jeden bitten, in seinem Bekanntenkreis und Verwandten und überall aufmerksam zu machen auf uns, dass es diese Bewegung Aufstehen gibt. Man muss nicht jeden Tag, da jeden Donnerstag haben wir ja Stammtisch zurzeit im APO, da kann jeder kommen, aber man kann natürlich nicht jedes Mal dabei sein. Einmal im Monat haben wir eine große Versammlung am 28.02. Oh, in der Brunswiger, glaube ich, ne? Ja. In der Brunswiger. Da kann auch jeder kommen. Und jeder Einzelne ist wichtig und wir brauchen, und ihr habt ein Mitspracherecht. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, ich alleine kann nichts machen. Nee, ich alleine kann nichts machen. Aber wenn wir viele sind, dann können wir ganz viel machen. So, das war's erstmal von mir. Und vielleicht könnt ihr noch mal ganz laut rufen. Aufstehen! Ja, toll, dann hört man es nämlich auch ganz da hinten. Und das ist wichtig, dass wir gehört werden. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke, Brigitte, für deinen Beitrag. So, jetzt habe ich hier auf der Liste Horst Vergin. Das ist
um 19 Uhr in der Brunsviga, jetzt am Donnerstag, wenn ihr kommen möchtet. Und in der Woche danach ist es 19 Uhr im Apo. Das ist ein Restaurant in der Zellerstraße. Horst Virgin zum Thema Abrüstung und Krieg. Zu meiner Person. Ich war 23 Jahre lang Vorsitzender Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hier in Braunschweig und arbeite auch heute noch im Kreisvorstand, jetzt nennt sich das Stadtverband des DGBs mit. Ich kann heute hier deshalb auch als Gewerkschafter sprechen, weil der DGB sich zur Europawahl ganz eindeutig ausgesprochen hat gegen die Aufrüstung, und zwar diese 2%. Das kam mir, und ich will das nur hier heute als Ergänzung zu dem Aufruf aufstehen, sagen, um was es eigentlich hier geht. Und insofern ist es gut, wenn eine so große Organisation wie der DGB diese Frage Rüstung und soziale Frage in einen Zusammenhang bringt. Und das ist auch in dem Aufruf, und deshalb habe ich hier auch ein paar Aufrufblätter mitgebracht. Das kann man unterschreiben. Das tut wirklich nicht weh. Im Gegenteil, es ist unheimlich wichtig. Der Aufruf ist vom Friedensratschlag gemacht worden. Er heißt Abrüsten statt Aufrüsten. Und die Begründung hier lautet, die Bundesregierung plant, es ist eigentlich schon nicht mehr nur planen, sondern sie haben es fest vor und sie machen es schon, die Rüstungsausgaben nahezu zu verdoppeln auf 2% der deutschen Wirtschaftsleistung. So wurde es in der NATO vereinbart und Herr Trump hat das ja nochmal ganz klar gefordert, was er ja so und so immer macht, erfordert. Und wir tun es hierher, unsere Regierung bisher jedenfalls scheint dies auch durchsetzen zu wollen. Und was heißt das eigentlich, 2%? Viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen, weil sie denken, ach, vielleicht ist das 2% vom Haushalt. Nein, das ist vom Bruttosozialprodukt. Und das hat jetzt schon, da wir bis 2024 oder 2025 dieses Ziel 2% erreichen müssen, hat es jetzt eine Summe von 48 Milliarden jedes Jahr. Und das geht hoch dann auf 80, einige Wissenschaftler sagen, es werden 85 Milliarden ausschließlich für Rüstung ausgegeben. Und die Brigitte hat ja eben hier sehr eindrucksvoll gesagt, was das eigentlich heißt, diese soziale Frage. Das heißt, dieses Geld fehlt nicht nur in den Schulen, nicht nur für die Kitas, nicht nur für die Infrastruktur, nicht nur eben für die Alten, für die Renten. Das Geld ist nicht mehr dann da. Man kann es nur einmal ausgeben. Und dies können wir nicht zulassen. Dagegen müssen wir aufstehen. Und zwar auch mit dieser, eben das haben schon 150.000 Menschen unterschrieben. Das muss eine Bewegung werden. Dann haben wir eine Chance. Und wir müssen die Regierenden in diesem Lande an dieser Frage messen. Und ich appelliere besonders auch hier an die Verantwortung der SPD, dass sie das nicht mitmacht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte noch etwas sagen, weil es ja immer so die Meinung gibt, die Menschen würden das nicht kapieren, um was es hier eigentlich geht. Und sie nehmen das so hin und würden auch nicht eben bereit sein, wieder auf die Straße zu gehen. Bei dieser gesamten, man kann sagen, bei dieser ungeheuren Situation, in der wir uns befinden, weil Brigitte hier auch vorhin schon die Kriegsgefahr ansprach, da möchte ich Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, viele von euch werden den kennen, die Süddeutsche auf jeden Fall, der schrieb am letzten Sonntag, die Münchner Sicherheitskonferenz müsste in diesem Jahr eigentlich Unsicherheitskonferenz heißen. Die Welt ist so unsicher wie schon lange nicht mehr. Die Weltordnung zersplittert, es ist, als läge Krieg in der Luft. Das sagt ein zutiefst liberaler, sozial eingestellter Mensch in einer Zeitung, die ja doch auch viele Menschen lesen. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir die Konsequenz dieser Aufrüstung und
eben das, was zurzeit geschieht hier in Europa, nämlich mit der Aufkündigung des INF-Vertrags, der ja vorsah, dass es keine Raketen in der Reichweite von 500 bis 4.500 Kilometer mehr geben sollte. Dies ist aufgekündigt worden von der Trump-Regierung und die russische hat darauf geantwortet, wir werden eine entsprechende Antwort haben. Und ich möchte noch zitieren den Leiter der Münchner sogenannten Sicherheitskonferenz, er heißt Ischinger. Er freute sich darüber, dass Gauck, unser ehemaliger Bundespräsident, vor Jahren gesagt hatte, auch dort bei der Sicherheitskonferenz, Deutschland muss Verantwortung übernehmen. Das begrüßte er sehr, aber er sagte, Verantwortung vor dem lieben Gott oder anderen Ausländern? Nein. Er interpretiert jetzt, wie ich meine, den Gauck sehr richtig. Nein. Es geht darum, dass wir unsere europäischen und deutschen Überlebensinteressen mannhaft und kraftvoll verteidigen, begründen und, so möglich, weltpolitisch durchsetzen. Es geht um die Selbstbehauptung Europas. Es geht um Interessenwahrnehmung. Und es kann nicht sein, dass wir akzeptieren, dass wir auf Dauer und auf breiter Front akzeptieren, dass man uns auf die Reservebank setzt, wie beim Fußball, dass wir sozusagen zuschauen, wie, ich wiederhole es nochmal, wie mit der Abrissbirne das internationale System zerstört wird, von dessen Existenz niemand so sehr abhängig ist, wie ausgerechnet die Deutschen mit ihren globalen Vernetzungen. Das ist der Leiter dieser Sicherheitskonferenzen seit Jahrzehnten. Und das ist eine ganz klare Aussage, die bedeutet nichts anderes als der Weg Deutschlands zu einer Groß- oder man kann es auch in diesem Sinne fast sagen, Weltmacht. Und ich kann jetzt schon auf eine Veranstaltung am 27. März im Haus der Kulturen hinweisen mit Professor Ruf. Das hat genau diesen Titel und wir haben hinzugefügt, auch was tun. Was tun gegen Aufrüstung und gegen einen neuen Kalten Krieg. Das würde ich eben als Datum jetzt schon mal sagen, vielleicht schon mal merken, wir werden das noch veröffentlichen, am 27. eben März im Haus der Kulturen. Und als letztes, einer der bekanntesten Friedensforscher und Rüstungskenner, Henk Rühren, hat in einem Interview Folgendes gesagt. Er wurde gefragt, dass diese Stationierung der nuklearen US-Mittelstreckenraketen Pershing und Cruise Missile Anfang der 80er Jahre damals Millionen Menschen mobilisierte, gegen Krieg und Militarisierung auf die Straße zu gehen. Warum ist das heutzutage so ruhig? Und da sagt er, ich glaube, dafür ist die Sache noch zu frisch. Damals hat die Bewegung auch erst sehr allmählich begonnen. Aufklärungsaktionen müssten erst greifen. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen wach werden. Sie wollen nicht Opfer auf einem nuklearen Schlachtfeld werden, das Europa heißt. Damals war es der Krefelder Appell, der anfänglich auch eben verteufelt wurde, es sei vom Osten gesteuert. Anfangs wenige und immer mehr. Es waren am Ende 4.500.000 Unterschriften. Und etwas Ähnliches ist, denke ich, auch mit diesem Aufruf, abrüsten statt aufrüsten möglich. Und er wurde nochmal auf eine andere Frage, und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, mit den Schülern angesprochen. Warum erreicht die Friedensbewegung junge Menschen nicht? Und da sagt er, ich finde das auch schade. Es gibt junge Menschen, die sich gegen Krieg und für den Frieden engagieren. Sie suchen sich eigene Demonstrationsformen. Das ist auch gut so. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen, und ich meine alt und jung, sehr zahlreich mobilisierbar sind, wenn sie Angst um das eigene Überleben haben
oder wenn sie sich über grobe Ungerechtigkeiten empören und auch Hoffnung haben, durch ihr Engagement etwas verändern zu können. Ich danke. Danke, Horst, für deinen Beitrag. Ihr seht, die Probleme in unserem Land, ja, und auf der Welt sind riesengroß. Und genau deshalb werden wir aufstehen und den Menschen sagen, worum es wirklich geht, in Deutschland sowie auch in der Welt. Danke für deinen Beitrag, Horst. Wir hören jetzt nochmal zwei Songs unserer Band. Aus jedem Dorf einen Hund. Bitte schön, eure Bühne. Ich spiele ein Lied, das auch in Braunschweig entstanden ist, da hinten. Sitzen öfter Freunde und betteln. Freunde von mir und betteln da. Und ich bin immer so konservativ und geordnet. Und manchmal, wenn gutes Wetter ist, dann feiert er immer. Und dann muss er mal betteln, wenn schlechtes Wetter ist. Und dann sagt er so, das ist ökonomisch nicht sinnvoll. aber das ist auch nicht so sein Ding. Und das Lied heißt Schnorrer. Zwischen den Lamellen werfen Helligkeit. Deine Freunde liegen zu Hause wie die Robben an der Küste. Das Wetter war zu schlecht und ihm der Weg zu weit. Und ich stehe dort zwischen zwei Wegen und ich schau dich lange an. Durch die Schleier fallen deine Blicke, als ob du funktioniert, ja. Okay. Ja. Du hast ja ganz erfreulich. Dann chillte kein Becher, hast du vor dich gestellt. Wer jetzt noch vorbeikommt, der weiß doch Hebescheid. Meine letzten paar Münzen als Anfangsgeld. Die Leute, die kommen, die gehen schnell vorbei. Hättest du die Wahl, wärst du zu Hause geblieben, wärst du letzte Woche lieber mitgegangen. Hast nicht mal das Bier für deine Liebste, Ketchup und Toast sind dir ausgegangen. Da muss ich jetzt sehr erweitert durch die Ausgabenbewegung. Wir haben uns auch mal aufgelöst, die ein bisschen dabei gehabt, die Filme dann aufzubewegen, aber... daran, dass sich Interessenleute relativ durchsetzen. Gell? Aber die Interessen sind ja absolute Minderheiteninteressen. Gell? Ich meine, die Mehrheit, die beide. Und die Mehrheit lässt sich leider leiden. Also es ist, die Mehrheit hat die Möglichkeit, was zu ändern, aber müssen die Leute halt durch. Wir hatten ja auch so ein paar Versuche, damit mehr zu kriegen. Hörst du zu? Genau. In meinen Träumen. Deswegen diese drei Seiten.
Das halt, Frieden ist die Basis, ist das Wichtigste, aber... In der Wirklichkeit werde ich weiterziehen, das ist mein Gefühl, um mir und dem Leben zu fliehen. Reelle Chancen hatten wir keine reichen Straßengüter zerbricht an der Leine. Weiß, was du sagen willst, doch wenn ich bleibe, dann Ende des Schlimmer noch für uns beide. Ich werd jemand werden, den du nicht wolltest, dann wirst du mich hassen, auch wenn du nicht solltest. Nur kurze Zeit später wirst du dich fragen, wie sollst du das nun für ein Leben ertragen? Ja, dann resignierst du und machst dich bereit für ein trauriges Dasein in Hoffnungs- und Trostlosigkeit. In meinen Träumen gehörst du zu mir. In meinen Träumen bleib ich bei dir. In der Wirklichkeit werde ich weiterziehen, das ist mein Fluch, von mir und dem Leben zu fliehen. Reelle Chancen hatten wir keine ein, Straßenköter zerbricht an der Leine. Und lass uns genießen, was wir gerade haben, und lass uns am Bein und am Fleische uns laben, lass uns eng umschlungen am Leben erfreuen, ohne den Morgen danach zu bereuen. In meinen Träumen hörst du zu. In meinen Träumen bleib ich bei dir. Doch in der Wirklichkeit werde ich weiterziehen, das ist mein Fluch, von mir und dem Leben zu fliehen. Reelle Chancen hatten wir keine ein, Straßenköter zerbricht an der Leine. Ja, danke schön an euch aus jedem Dorf einen Hund. Wir verabschieden uns von euch. Ihr wollt jetzt abrüsten, ihr habt noch weitere Termine. Herzlichen Dank dafür, dass ihr da gewesen seid. Es war sehr schön, top Mucke und ich hoffe, wir können uns an dieser Stelle eventuell wiedersehen. Ja, gerne, gerne. Dankeschön, euer Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich fand auch die Formulierung schön, dass wir jetzt anfangen abzurüsten. Irgendjemand muss ja anfangen. Genau so ist es. So, dann haben wir noch einen Redner auf der Liste, das ist Helmut Kees. Ich gehe mal stark von aus, es geht um Frieden. Ja, genau, ich wollte noch mal ein bisschen was zu Frieden sagen, denn Frieden ist das Entscheidende, Frieden ist die Basis. Frieden, ohne Frieden läuft nichts. Und das hat ja Willy Brandt schon gesagt, ohne Frieden ist alles nichts. Und wir, leider verhält sich unsere Regierung nicht danach, denn sie macht ja Krieg. Sie macht am Syrienkrieg mit, sie macht an überall in der Welt macht sie Krieg mit. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen wieder zu Willy Brandt zurück. Sehr gut. Ja, danke. Genau. Wir müssen sozusagen aufstehen, damit die Leute langsam... Wie war das mit Aufstehen? Wir sind schon weniger geworden, aber wir können es ja nochmal probieren. Aufstehen! 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 Okay, wunderbar. Es funktioniert noch. Es funktioniert noch. Ja, die Menschheit ist jetzt schon reich genug. Wir haben genug Geld für alles Mögliche. Ja, also... Und die menschliche Erfindungsfähigkeit ist immer toller. Also wir wissen, wir brauchen eigentlich viel weniger zu arbeiten. Im Moment arbeiten wir immer mehr, das ist krank.
Ja, wir können eigentlich, wir können durch unsere Roboter schon einiges ersetzen und so weiter. Also von daher Waschmaschinen und, und. Also von daher, es ist krank, dass man immer mehr arbeitet. Ja? Wir sind jetzt schon reich genug für ein glückliches Leben. Nur, die Leute machen eben Krieg. Die bereiten Krieg vor, sie setzen sich mit anderen Ländern auseinander. Die westliche Wertegemeinschaft, die tolle westliche Wertegemeinschaft, macht gerade eifrig, also die setzt ihre Werte sehr hoch, aber sie verrät ihre Werte ständig in Verhandlungen mit dem Süden und so weiter. Sie lässt Millionen von Menschen verhungern jedes Jahr und so weiter. Also das ist alles eine ziemliche Katastrophe und das ganze Geld wird fürs Militär investiert. 1,3 Billionen Euro und so weiter. Also es ist eine Katastrophe. Man könnte dafür mehrfach die Menschheit sanieren. Und von daher kann man sie sanieren. Das heißt, man muss das Militär reduzieren. Im Moment haben wir schon 3/4 des Militärs für die westliche Wertegemeinschaft. Die westliche Wertegemeinschaft finanziert 3/4 des Militärs weltweit. Ist krank. Gell? Man muss das. Sie hat schon die 15-fache oder 13-fache Militärinvestitionen gegenüber Russland. Also ist das alles krank. Also von daher müssen wir dagegenhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bundeswehr nicht aufgerüstet wird, wie es im Moment wird, sondern abgerüstet wird. Okay. Ja, okay, danke, danke. Sehr gut. Danke für den kleinen Zwischenapplaus. Ja, wir müssen also das Militär auf die Verteidigungsfähigkeit reduzieren. Wir müssen alle Angriffswaffen verbieten. Im Moment haben wir ja schon einige Angriffswaffen, die verboten sind. Die Chemiewaffen, die biologischen Waffen, gibt Landminen und so weiter. Es gibt verschiedene Waffengattungen, die sind verboten worden. Jetzt sind die Atomwaffen verboten worden. Nur die Deutschen machen nicht mit. Die Deutschen sagen, nein, wir brauchen Atomwaffen. Das ist völlig krank. Atomwaffen sind Selbstmordwaffen, sind also für die Menschheit zu Selbstmordwaffen, also eine Katastrophe. Man muss da, ja, aber wir üben eifrig mit, wir machen ja nukleare Teilhabe, wir üben in Büchel immer die Atomwaffen in Ziele zu bringen von Russland und so weiter. Also es ist eine ziemliche Katastrophe. Und andererseits müssen wir natürlich höhere Steuern für die Superreichen machen. Das ist ja eine Katastrophe. Die Superreichen, die zahlen weniger Steuern als ihre Sekretärinnen. Ja? Sie zahlen weniger Steuern als ihre Sekretärin, das ist eine Katastrophe. Also von daher müssen wir das würde dann die Mittel schaffen und auch Erbschaftssteuern. Also Erbschaftssteuer, wenn jemand 50 Milliarden hat, dann darf er die doch nicht vererben an seine Erben. Das ist leistungsloses Einkommen. Die kriegen das Geld einfach in den Rachen gesteckt und kriegen dann jedes Jahr 10% mehr. Also ist eine Katastrophe, was da läuft. Gell? Also wir müssen wir erkennen das als Mehrheit. Bisher die Leute schlafen nur, die lassen es zu, dass das Geld ihnen vorenthalten wird. Also eine Katastrophe. Das heißt, wir können eigentlich dafür sorgen, dass alles besser wird, dass wir in der Zukunft mit ausreichendem Lebensstandard, hoher Lebensqualität und weniger Arbeit, also von daher ist das alles gut technisch möglich. Wir müssen nur dafür sorgen. Okay, danke. Ja. Danke, Helmut, für deinen Beitrag. Es gab auf der Liste keine weiteren Anmeldungen, keine Rednerbeiträge mehr. Die Band möchte auch nach Hause, beziehungsweise hat noch weitere Termine. Und somit möchte ich hier die Kundgebung des heutigen Tages, die erste Kundgebung der Sammlungsbewegung Aufstehen, beenden und schließen. Und ich möchte euch bitten, schwärmt aus, teilt den Menschen mit, teilt ihnen mit, wer wir sind, wofür wir stehen, wofür die Aufstehbewegung da ist. Schwärmt aus und tragt es in die Gesellschaft. Es wird Zeit, dass wir aufstehen. Aufstehen gegen diese sozialen Ungerechtigkeiten in unserem Land. Dankeschön und ich wünsche einen guten Nachhauseweg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.